Hallo und herzlich willkommen zu Game Dev Tycoon. Weiter geht's mit unserer Spielefirma Raxo Evolution. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass sich aufgrund des zunehmenden Angebots an Spielkonsolen auch ein Markt für spezialisierte Spiele entwickeln wird. Einige Spielkonsolen werden bei jüngeren Spielern immer beliebter, während andere auf ältere Zielgruppen ausgerichtet sind, okay? Da immer mehr Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in der Zukunft zielgruppenspezifischere Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu werden. Neue, forscht und verfügbare Zielgruppe. Okay, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Nochmal ein Hallo von mir. Wir gehen jetzt mal in die Zielgruppen forschen. Kostet uns 30.000, aber dafür haben wir Zeit. Also hoffe ich zumindest. Wir gucken uns nochmal die Spielehistorie an. Was war nochmal unser erstes Spiel? Das war nicht... Achso. So ist das geordnet. Ja, Zeopets. Ja. Das war echt... Toll, Zeopets und das erste Spiel. Vergiss nicht, speziell gefährliche Spieleinsätze zu entwickeln. Es wird dein Spiel um einiges verbessern. Du kannst ein Aktionsmenü, bla bla bla. Ja, erstmal mache ich hier die Zielgruppe. Und dann entwickeln wir ein weiteres Spiel. Denn es ist ja schon das dritte Jahr. Jetzt muss der Landwirtschaftssimulator 3 langsam mal entwickelt werden. Ach, da haben wir auch die Zielgruppe. Landwirtschaftssimulator 3, wegen Jahr 3. Kinder, alle und Erwachsene. Es richtet sich eher Landwirtschaftssimulator. An welche Zielgruppe richtet er sich? Eigentlich schon an alle, ne? Kann ja jeder spielen. Genre, Simulation. Ist Simulation gut? Der G65 unterstützt Simulation sehr gut. Perfekt. Nach dem massiven Erfolg der TES-Konsole gehen Gerüchte um, dass auch Vena, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen, plant. Was könnte Novena sein? Dann beginnen wir mal die Entwicklung. Oh, Landwirtschaftssimulator, Gameplay. Ich glaube, das ist sogar noch vom letzten. Engine ist nicht so wichtig tatsächlich. Gameplay ist da natürlich am wichtigsten beim Landwirtschaftssimulator. Ich meine, ja, musst du halt deinen Mähdrescher ordentlich fahren können, ne? Künstliche Intelligenz, ein bisschen weniger, Dialoge auch. Das Level-Design ist hier sehr wichtig. Sound, ja, stimmt, haben wir auch letzte Folge drüber geredet. Sound ist wichtig, wenn du deinen Mähdrescher noch hören willst. Spielwelt-Design, Grafik, nicht so wichtig. Effekt, haben wir auch fertig. Heute hat Vena die jüngsten Gerüchte über eine neue Konsole bestätigt und die Master 5 angekündigt. Oder Master V, was auch immer. Das Unternehmen behauptet, dass die Master V sehr viel... der sehr viel erfolgreicheren TES von Invento technisch überlegen sei und plant die Markteinführung der Konsole in den kommenden Monaten. Okay. Mach noch schnell die Bugs weg. Perfekt. So. Neues Spiel fertiggestellt. Neue Rekorde. Gleich 2 Stück. Das ist ja sehr gut. Und Bewertungen. Bitte sehr gut, Spiel. Bitte. Ah, ja, besser. Ich liebe es. Dann gibt nicht nur 4 Sterne. Da gibt man 5 Sterne, wenn man es liebt. Nette Erfahrung. Okay, Leute, das ist bisher unsere beste Bewertung. Könnte besser sein. Mann. Komm, noch eine 7. Gutes Spiel. Super. Okay, Leute. Dann. Au. Das sind viele. Boah, 9000 Einheiten in der ersten Woche. Spielbericht erstellen. Mache ich ja immer mal wieder gerne. Zu den nächsten Landwirtschaftssimulatoren mache ich das dann aber nicht. Denn, ja, brauchen wir halt einfach nicht. Spielbericht. Sound ist sehr wichtig. Okay. Leveldesign ist wichtig. Okay, die Spielgruppe, die Zielgruppe ist auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir forschen erstmal ein neues Thema. Verbrechen, Rhythmus, Zombies. Extrem Stuart. Komm, wir machen einfach Steep. Apropos Steep. Habe ich auch. Kann ich auch gerne mal ein Video zu machen, falls euch interessiert. Macht man halt sozusagen Sport in den Bergen. So, neues Spiel entwickeln. Steep. Thema wählen. Extremsport. Genre. Ist das Strategie, Action? Was passt zu Extremsport? Das ist schon Strategie, ne? Ist ja schwierig.
Okay, was? Wir haben jetzt Simulation. Okay, G65. Ja, wir haben noch gar keine Zielgruppe. Richtet sich schon eher an Kinder und Jugendliche. Perfekt, die 2D-Grafik. Story und Quests auch wichtig. Engine auch sehr wichtig. Ist halt so, ne? Die Master V wurde von Wiener veröffentlicht. Alter, Vater. Der Landwirtschaftssimulator 3 wurde vom Markt genommen. 25.000 Einheiten verkauften 176.000 Umsatz. Das ist natürlich viel. Künstliche Intelligenz ist wichtig, du brauchst der Gegner. Dialoge auch, weil wir da eine Story einbauen wollen. Oh Mann, die Garage ist echt runtergekommen. Hier ist nicht mal ein Bett. Oh ja, Sound ist wichtig. Grafik auch, Spielbettdesign, genauso wichtig auf jeden Fall. Der Markt wurde von der Master V-Konsole von Wehner weltweit in Bewegung gebracht. Okay. Ist auf Teilen der Welt sehr erfolgreich. Dann hole ich mir vielleicht eine Lizenz dafür. Also kein Wunder, dass meine Spiele so überhaupt nicht erfolgreich sind. Ich mache die Spiele ja immer nur für den G64. Oh Mann, ey. Ja, dann müssen wir gleich mal was Neues ausprobieren. Wieso können wir eigentlich immer nur für eine Konsole machen? Ach du Scheiße. Ach du, oh mein Gott. Geldverschwendung. Ach du Kacke. Wenig aufregend. Oh mein Gott, ziemlich schlecht. Ah, naja, okay. Das sind keine guten Bewertungen, Leute. Oh nein. Das ist voll schlecht. Was habe ich falsch gemacht? Liegt es an der Konsole? Oh, merke gerade, ich gehe immer in den Pausenmodus, wenn ich irgendwo hinklicke. Leer. Okay, komm, Spielbericht. Extremport. Strategie ist schlecht, okay. Level Design ist wichtig. Ja, die Plattform, ja, ist gut. Kinder ist okay. Ja, da habe ich jetzt natürlich mehr auf das Original geachtet als. Ja. Da müssen wir mal eine eigene Engine programmieren. Vielleicht werden die Spiele dadurch besser. Beziehungsweise, ich glaube, hierdurch erforschen wir nur, dass wir eine eigene Engine machen können. Ja, dann würde ich sagen, wir haben genug Geld. Also machen wir dann einfach mal direkt eine Engine. Casual-Spiele, okay. Neue Forschung verfügbar. Spiel-Tutorials. Ach du Scheiße. Eigene Engines. Ach du Kacke. Speichert der Spielstand. Obwohl, wir haben ja hier sehr viel zum Forschen. Spieltutorials und Monosounds. Ne, ich kann nur eins machen. 40.000. Teuer. Der Govodor G64 verliert langsam an Marktanteil. Okay. Ja, den können wir jetzt leider nicht mehr benutzen. Scheiße, Leute. Ach, Menu. Steep wurde vom Markt genommen. So, ich habe Spieltutorials beendet. Dann würde ich sagen, machen wir noch Monosound. Dann machen wir. Ich weiß nicht, ob wir dann tatsächlich noch die Engine machen können. Wir müssen dafür erstmal ein Spiel entwickeln, Leute. Damit wir uns noch mal ein bisschen über Wasser halten. Landwirtschaft, es ist immer noch. Warte, wir können ja noch kurz bis Jahr 4 warten. Dauert ja nicht lange. Perfekt. Ninvento. Oh, der Game Boy, Leute! Bla bla bla, ja, der Gameling. Der hat ja, der ist ja ordentlich erfolgreich. So, jetzt haben wir den Landwirtschaftssimulator 4. Der richtet sich an alle. Landwirtschaft, Simulation. Uff. Letztes Spiel auf dem G64, Leute. Oh Mann. Das muss jetzt aber richtig reinhauen. Story und Quests. Engine. So. Dialoge. Künstliche Intelligenz. Level Design. So. Oh, wir müssen uns einfach noch über Wasser halten, Leute. Die Spielentwicklung ist halt auch teuer und wir haben monatliche Kosten. Sound, ja. Spielbettdesign. So. Komm, mach die Bugs noch schnell weg. Bitte. Der Gameling wurde veröffentlicht. Okay. Der ist ja eigentlich. Nein! Ach komm! Instant, als ich auf Fertigstellen gedrückt habe.
Ach komm, jetzt ist da ein Bug drin und der macht jetzt alle unglücklich, oder? Jetzt krieg ich wahrscheinlich voll die schlechten Bewertungen. Was zum... Oh mein Gott! Oder auch nicht? Hey! Landwirtschaft und Simulation ist eine sehr gute Kombination, auch echt. Gutes Spiel. Ey, super, Leute. Hat doch reingehauen. Perfekt, das ist so sinnlos. Simulationsspiele funktionieren gut auf dem G64, aber nicht auf dem PC. Macht keinen Sinn. Okay, Leute, jetzt geht's in die Engine-Entwicklung. Ach du Scheiße, ist das teuer. Gebt mir noch mal kurz Geld. Ich will Geld haben. Gebt mir all euer Geld. 200.000. Ich glaube, das reicht jetzt sogar schon. Ah, ist das teuer. Das ist die Evolution. Die Evolution Engine. Leute. Ach du Kacke. Bei einem wachsenden Interesse an Videospielen bildet sich auch eine wachsende Leserschaft von Videospielmagazinen. Wow. Solche Magazine bieten Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren. Neue Forschung verfügbar. Marketing. Das ist wichtig. Dann machen wir gleich ein Spiel mit unserer neuen Engine. Und gehen direkt in Marketing rein. Mann, dieses Spiel verkauft sich echt gut. Wir sind auch immer noch in den Charts. Und wir haben schon 700 Fans, Leute. Cool. Perfekt. Die Evolution Engine ist jetzt fertig. Können wir die auch auf den Markt bringen? Das fände ich nice. Also der Spielengine, nehmen wir natürlich die Evolution Engine. So teuer. Entwicklungskosten 3. Alter, da haben wir direkt 80.000 weggeballert. Das können wir natürlich nicht machen. Der ist aber im Moment am erfolgreichsten. Wir müssen tatsächlich noch ein letztes Spiel auf dieser Konsole machen. Warte, komm, wir machen noch mal hier. Komm. Nicht Neo. Zero Pets Reloaded. Und das richtet sich natürlich an Kinder. Genre. Simulation? Bin ich mir nicht sicher. Ah, Gott, ist das teuer. Oh Mann, Leute. Ich werfe so viel Geld raus. Story und Quests, Gameplay, Engine natürlich nicht. Oh nein, da konnte ich Sachen an Rand wählen. Sobald du mehr als 1 Million auf dem Konto hast, kannst du ins nächste Level wechseln. Dies klingt nach sehr viel Geld, aber keine Angst, sobald du mit dem Spiel einen Hit landest, kannst du den Betrag problemlos zusammenbekommen. Vena, bla bla bla, ja, neue Konsole. Oh Mann, Leute, ich habe so viele Probleme. Dialoge, Level, künstliche Intelligenz, Level Design, Dialoge. Ist nicht so wichtig alles. Sound. Spielweltdesign sollte schon gut sein, aber Grafik ist nicht so wichtig. Ja, Mono-Sound nehmen wir einfach mal, ne? Hey, die Entwicklungskosten sind alle so teuer, ne? Komm, das Spiel wird jetzt gut. Entferne noch schnell die Bugs. Perfekt. Zwei neue Rekorde. Super. Komm, das wird ein Hit. Bitte. Oh mein Gott. Ach ja, durchschnittlich. Gutes Spiel. 3,5 Sterne, perfekt. Könnte besser sein, das ist okay. Dafür, dass es auf dem G64 ist, ist die Bewertung okay. Sehr gut. Wunderschön. Vielen Dank, All Games. So, gib mir Geld. Müssen wir aber erstmal viel Geld ansammeln. Damit wir ordentliche Hits landen können. Denn jetzt möchte ich gerne ein richtig heftiges Spiel machen. Regierung, genau. Okay, Regierung, das ist natürlich der Bundeskanzler-Simulator. Ich glaube, das ist eher an Erwachsene gerichtet. Genre, Simulation, Plattform. Was hat denn den größten Marktanteil? Der Gameling hat gerade. Es ist teuer, aber egal. Spielengine, natürlich die Evolution Engine. 2D-Grafik Version 2. Das war jetzt scheiße teuer, aber egal. So, die Gameplay, Story und Quests, sehr wichtig. Engine auch ein bisschen mehr.
Oh mein Gott, 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 das wird alles so teuer. Das muss ein... Der G64 wird bald vom Markt genommen, oh nein. Nicht die Gear 64. Dialoge, künstliche Intelligenz, Level Design. So, Sound. Grafik jetzt eher nicht. Spielweltdesign. Hi, ich bin Steve O'Connell, Journalist bei Planet GG. Wir haben Gerüchte gehört, dass sie gerade ein Spiel für ein erwachsenes Publikum entwickeln. Woher wissen die das immer? Ich bin alleine, ich sag das niemandem. Würden sie uns ein Interview darüber geben? Klar, Digga. Super, vielen Dank für ihre Zeit. Wieso kann ich keine Fragen selbst beantworten? Das Interview wird nächste Woche veröffentlicht. Und da ist das Interview. Ja. Blablabla, Interview. Geht davon, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Raxo, Eigentümer und Geschäftsführer von Raxo, wurde schon erklärt, wir glauben, dass Spieler sich anspruchsvollere Spielinhalte wünschen und gehen gerne ein Risiko, um dieser Nachfrage zu entsprechen. Ist das ein Risiko? Viele Bautzen-Experten glauben, dass nicht jugendfreie Spiele früher oder später geläufiger werden. Das soll jugendfrei sein, aber es ist halt Erwachsenes eher die Zielgruppe. Wir sind gespannt, wie der Markt auf diese Spiele reagieren wird. Und wir haben schon wieder Hype. Hardware-Hersteller. Oh nein, der G65 ist pleite. Schade. Egal, Leute. Perfekt. Spiel fertiggestellt und bitte sei gut. 2 neue Rekorde und viele Levelaufstiege. Ich bin auch fast selbst Level 3. Uff, Level Editor und Open World. Uff, Leute, da können wir krasse Sachen machen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, liebe Leute, bitte bewertet mein Spiel gut. Ich habe da echt viel Geld investiert. Okay, die Kombination ist gut. Das war mir bewusst, aber erfüllt die Erwartungen nicht ganz. Was waren denn deine Erwartungen? Ich habe über 100.000 in dieses Spiel investiert. Ach, Menno, zeigt Potenzial. Einfach nur traurig. So Leute, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Falls es euch nicht gefallen hat, dann gebt natürlich auch gerne einen Daumen nach unten. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Nachricht entschlüsseln. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen, die sie interessieren könnten. Wenn Sie Interesse daran haben, überweisen Sie 16.000 an die angehängten Ablenkverbindungen. Wir werden Sie kontaktieren. Agent Blowfish. Die betrügen mich zwar, aber es ist interessant. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Du hast Ninja erfolgreich erforscht. Ninja? Ernsthaft? Das hätte ich auch selbst machen können. Wow. Okay, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.